Champions League, zweiter Spieltag, erstes Auswärtsreisli für Berner Young Boys. Unser Jungreporter, der Herr Winfried, ist schon gestern nach Barcelona gereist und hat sich in die Stadt umgelost. Herr Winfried, wie ist die Stimmung in Barcelona vor diesem grossen Spiel gegen die Young Boys? Ja, also wenn ich ehrlich bin, merke ich mir jetzt da nicht so viel. Ich meine, es ist Ramblas, könnte man jetzt nicht als Fußballfan wählen. Und ja, also IBE, ich weiß nicht, ob viele Leute in Barcelona schon mal von IBE gehört haben. Es ist einfach ein weiterer Champions League-Gegner. Und hey, stopp! Hey, geht's noch? Hey, wir schicken dir für viel Geld in das Barcelona, für eine emotionale Reportage zu machen, für ein bisschen Spannung aufzubauen von diesem Match. Und dann kommst du so mit dieser verpennten Schaltung daher. Jetzt schreibst du den Text um, dann meldest du dich nochmal. Ist klar? Die jungen Leute. Aber IBE hat noch gar nie in Barcelona gespielt. Hingegen hat Barcelona schon zweimal in Bern im Wankdorf gespielt. Das erste Mal 1961 und das war im Finale des Meistercup. Und das ist so richtig in die Hose. Das Spiel endet 2:3 für Benfica und die Begeisterung der portugiesischen Zuschauer überflutet den Platz. Der Lissabonner Club hat in einem der spannendsten Spiele, die je auf dem Wankdorf zu sehen waren, den begehrten Europacup gewonnen. Aus dem als erster der barcelonesische Captain zu trinken bekommt. Nein, ich meine, noch besinnen an dem Match, denn sie katalanisch Stadt nachher so richtig traurig gewesen. Aber ein paar Jahre später, 1989, hat es nachher geklappt. Final Europa Cup, der Cup-Sieger wieder im Wankdorf gegen Sampdoria. Und der Sieger mit dem Trainer Jan Cruyff ist Barça gewesen. Ich merke gerade, ich habe so langsam richtig Hunger auf Barcelona. Und apropos Hunger, bei unserer Redaktionskantine gibt es die ganze Woche katalanische Spezialitäten. Ich gehe kurz mal schauen, was eigentlich heute auf dem Speisezettel steht. Herr Schirer, grüß euch. Was gibt es heute zu essen in der Kantine vom Rundenleder? Heute gibt es eine katalanische Spezialität. Es gibt Rinsat de la Cerdanya. Schluss schalten wir nochmal auf Tramblas zu unserem Sonderkorrespondent Herr Winfried. Wie ist die Stimmung in Barcelona? Ja, Sie reden von einer grossartigen Ausgangslage, sensationell, sensationell. Sie erwarten einen starken Gegner und ja, sie zittern auch ein bisschen vor diesem grossen IB. Auf jeden Fall ist die Stimmung angespannt und alle freuen sich auf diesen wahnsinnig grossen Tag, dass man endlich gegen die berühmte Mannschaft von Bern darf antreten. Und ja, man merkt es wirklich förmlich in der Straße, es knistert. Ja, jetzt Moment mal, also habt ihr das Gefühl, sie können gegen das grosse IB da irgendetwas, also so entschieden oder was? Ja, Träume ist erlaubt, es und sueño, sagen sie, oder? Man könnte, ja, man rechnet sich Chancen aus, dass man vielleicht möglichst lang das 0-0 hat und er dann mit einem Lucky Punch in der 93. Minute. Jetzt ist, glaube ich, die internationale Leitung unterbrochen, aber ja nur, das war eine ganz eindrückliche Reportage von unserem Jungreporter. Da hat sich doch die weite Reise gelohnt. Das war es vom heutigen Champignon-Magazin. Die nächste Hühnerroute haben wir am Dienstag am Abend ab den 9.
hure dilettantischer Scheiß mit dem Handyfilm und dann wieder irgendwie dilettantisch geschnitten.